Noch ein weiterer Beschluss über Berlin wurde vor der Potsdamer Konferenz gefasst. In der gemeinsamen Erklärung, die am 5. Juni 1945 von den Oberkommandierenden der Streitkräfte der vier Besatzungsmächte unterzeichnet wurden, heißt es, dass Berlin gemeinsam verwaltet wird von einer interalliierten Behörde, in Klammern Kommendatura. Im Zusammenhang mit der Erklärung über die Verwaltung und Kontrolle Deutschlands und Berlins wurde hinzugefügt, dass diese Regelung für die erste Zeit der Besetzung Deutschlands gilt und dass dann eine weitere gemeinsame alliierte Vereinbarung folgen würde. Diese gemeinsame alliierte Vereinbarung wurde niemals getroffen. Was besagt nun das Potsdamer Abkommen? Wir können nicht über die deutsche Nachkriegsentwicklung sprechen, wir können zu den augenblicklichen Auseinandersetzungen nicht Stellung nehmen, wenn wir uns nicht die Mühe machen, uns damit zu beschäftigen. Wir zitieren deshalb die wichtigsten Bestimmungen. Es ist nicht die Absicht der Alliierten, das deutsche Volk zu vernichten oder zu versklaven. Die Alliierten wollen dem deutschen Volk die Möglichkeit geben, sich darauf vorzubereiten, sein Leben auf einer demokratischen und friedlichen Grundlage von Neuem wieder aufzubauen. Entsprechend der Übereinkunft über das Kontrollsystem in Deutschland wird die höchste Regierungsgewalt in Deutschland durch die Oberbefehlshaber der Streitkräfte ausgeübt. Und zwar von jedem in seiner Besatzungszone, sowie gemeinsam in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des Kontrollrates in den Deutschland als Ganzes betreffenden Fragen. Soweit dieses praktisch durchführbar ist, muss die Behandlung der deutschen Bevölkerung in ganz Deutschland gleich sein. Die Ziele der Besetzung Deutschlands, durch welche der Kontrollrat sich leiten lassen soll, sind völlige Abrüstung und Entmilitarisierung Deutschlands und die Ausschaltung der gesamten deutschen Industrie, welche für eine Kriegsproduktion benutzt werden kann, oder deren Überwachung. Die Nationalsozialistische Partei mit ihren angeschlossenen Gliederungen und Unterorganisationen ist zu vernichten. Es sind Sicherheiten dafür zu schaffen, dass sie in keiner Form wieder auferstehen können. Jeder narzisstischen und militaristischen Betätigung und Propaganda ist vorzubeugen. Die endgültige Umgestaltung des deutschen politischen Lebens auf demokratischer Grundlage und eine friedliche Mitarbeit Deutschlands am internationalen Leben sind vorzubereiten. Alle narzisstischen Gesetze, welche die Grundlagen für das Hitlerregime geliefert haben oder eine Diskriminierung aufgrund der Rasse, Religion oder politischer Überzeugung errichteten, müssen abgeschafft werden. Kriegsverbrecher und alle diejenigen, die an der Planung oder Verwirklichung narzisstischer Maßnahmen, die Gräuel oder Kriegsverbrechen nach sich zogen oder als Ergebnis hatten, teilgenommen haben, sind zu verhaften und dem Gericht zu übergeben. Das Erziehungswesen in Deutschland muss so überwacht werden, dass die narzisstischen und militaristischen Lehren völlig entfernt werden und eine erfolgreiche Entwicklung der demokratischen Ideen möglich gemacht wird. In praktisch kürzester Frist ist das deutsche Wirtschaftsleben zu dezentralisieren mit dem Ziel der Vernichtung der bestehenden übermäßigen Konzentration der Wirtschaftskraft, dargestellt insbesondere durch Kartelle, Syndikate, Tröste und andere Monopolvereinigungen. Während der Besatzungszeit ist Deutschland als eine wirtschaftliche Einheit zu betrachten. Wir zitierten die wichtigsten Grundzüge des Potsdamer Abkommens, soweit sie Deutschland betreffen. Selbstverständlich enthält das Abkommen auch harte Sanktionen. Schließlich hatte Hitler Deutschland halb Europa zerstört. Aber der Plan unterscheidet sich wesentlich vom Versailler Vertrag, der sich nur mit der Vergangenheit beschäftigte, der lediglich den Ersten Weltkrieg beendete. Das Potsdamer Abkommen wollte mehr. Es hatte zum Ziel, einen neuen Krieg in der Zukunft zu vermeiden. Es wollte einen Weg zeigen, einen Weg für ein demokratisches Deutschland, der sich mit den Vorstellungen antifaschistischer Patrioten deckte. Die Bestimmungen über Entnazifizierung, über Entmilitarisierung und Entmonopolisierung, diese Bestimmungen liegen wie noch viele andere Punkte nicht nur im Interesse der Welt,
die nach ihren bisherigen Erfahrungen mit Deutschland doch wohl ein legitimes Recht hat, sich zu schützen. Sie liegen nicht zuletzt in unserem, sie liegen im deutschen Interesse. Das Potsdamer Abkommen bot dem deutschen Volk eine Chance, eine Möglichkeit zum Wiederaufbau in Einheit und Freiheit.